Machen wir einfach noch eine Runde PUBG, oder? Heute wird es nicht so laufen wie gestern. Gestern habe ich gesagt, ach komm, wir machen hinten raus noch eine Runde PUBG. Und ich habe einfach gewonnen. Eine Runde gespielt, gewonnen, gesagt, gut, das war's für heute, tschüss. Ich denke nicht, dass ich das wiederholen kann. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Solo PUBG ist wild. Ah, geht schon. Allgemein Battle Royale Solo. Habe ich sehr gerne gespielt. Also PUBG habe ich fast 1400 Stunden. Und davon viele, viele Stunden auch allein. Aber die meisten im Duo. Ich habe am liebsten Duo gespielt. Die meiste Zeit im Duo gespielt, weil ich dieses Squad kann ich, also vier Mann kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ey, mir ist da, das ist mir zu viel Stress. So, jeder meint, hier habe ich einen Gegner gesehen, da habe ich einen Gegner gesehen, jeder ballert irgendwo hin und keiner hört aufeinander und oh, ich kann es gar nicht abhaben. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob hier irgendwo Leute sind. Jetzt kriege ich gleich eine Abwetten. Keiner auf den anderen Dächern? Lol. Eigentlich hätte ich gedacht, dass jetzt hier irgendwo einer auf den anderen Dächern rumgammelt. Na gut, dann nicht. Bei euch lief's gut mit Calls. Das ist schön. Wenn jemand das seine Gruppe hat, die da zusammenpasst und wo das funktioniert, ey, cool. Macht bestimmt Bock. Tja, bei uns war das eher nicht so der Fall. Der pure Terror. Ah, das könnte ich noch brauchen. Den leichten Griff behalte ich mal im Hinterkopf. Ich brauche einen Rucksack. Warzone Trio, das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, tatsächlich. Also Trio geht noch. Okay. Wo auch immer der herkam, der hatte, war nicht mehr Full HP. Ich habe den in den linken Oberarm getroffen. Ah, endlich eine Zweierweste mal gefunden hier. Ein Vierfach ist auch gut. Ah, und ganz unten ist der Rucksack. Wunderbar. So, ich kann es immer noch kaum glauben, dass keiner in den anderen Häusern drin ist, aber es sieht so aus. Zweierhelm ist am Start. Heilung ist am Start. Ein bisschen ein Medikit wäre noch geil. Und dann geht's los. Irgendwann im Rage deinstalliert. Ja, es ist sehr, sehr schwierig, in PUBG nicht zu ragen irgendwann. Besser. Lol, verkackt. Hart verkackt. Das war der einfachste Kill des Jahrtausends, der Boy da drüben. Was macht der? Wo soll es hingehen? Das war, glaube ich, ein Bot. Aber der Spray war ein bisschen besser. Seitdem hast du es nicht mehr gespielt, weil du glaubst, dass dich jemand weggecheatet hat. Ja, tatsächlich ist das auch ein großes Thema, bei dem man will das böse Wort ja nicht ständig in den Mund nehmen. Na? Aber man hat halt wirklich teilweise das Gefühl, dass es so ist. So, jetzt muss ich dann los.
Die Zone treibt mich jetzt. Wunderbar, das war noch gut. Jetzt hätte ich gerne noch den richtigen, das richtige Hinterteil für die M4, dann ist alles easy. Sowas von Bots hier am Start, ey, das gibt's ja gar nicht. Also wenn das ein Spieler war, dann Prost Mahlzeit. Finde ich das. Ich finde das richtige Hinterteil nicht. Ist egal. Du es mir vielleicht gebracht? Nee, du warst auf jeden Fall ein Bot. Erst ein Schreibtisch und ein bis zwei Monitore. Wir gucken uns mal an, wer da vorne rumballert. Vielleicht kommen wir noch in den Geheimraum rein. Der ist hier irgendwo. Einen kleinen Tisch. Ja. Wow! Okay. Also entweder ist das auch ein Bot, oder er ist so schlecht wie ich. Kommt da einer hinter mir her? Hä? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Lol. Es muss doch ein Bot gewesen sein. Das beides. Wow. Alter, als ob. Sag mal, bin ich gerade schlecht oder bin ich schlecht, ey? Ich gehe jetzt mitten aufs Feld und versuche den im Nahkampf zu killen. Meine Güte. Irgendwo von da hinten schießt jetzt noch einer. Da rennt noch einer. Hä? Mach mal auf, ich hab... Was ist hier los? Ich hab doch nicht eine Botlobby ausgewählt, oder? Teamspieler in Overwatch. Ja, das macht schon auch Bock. Ich habe auch sehr viel Overwatch damals gespielt, als es rauskam. Ich bin da schon auch bei solchen Sachen dabei, ey. Was ist das hier für eine Lobby, ey?
Ich würde ja schon gerne probieren, da vorne noch in den. Ich glaube, ich probiere das jetzt. Von der Zone her geht's. In den geheimen Raum zu kommen. Weil dann kriege ich vielleicht noch Dreier Gear. Dreier Weste, Dreier Helm, irgendwie sowas. Und das ist ja gleich da vorne. Und hier ist ein Auto. Also warum nicht? Ich habe es ja geliebt, im Team zu spielen in Battlefield. Das ist so das geilste Gefühl, wenn du ein gutes Squad in Battlefield hast. Ein gutes Vier-Mann-Squad. Mega. Einfach ein Riesenspaß. Oh, wo ist diese hässliche Tür? Hier. So, was haben wir da? Eine Dreierweste, passt ein Ghillie, passt eine Pfanne, passt. Notfall-Pickup, passt der noch bei mir rein? Nee. Ah ja, genug Heilung auf jeden Fall. Dann booste ich mich nochmal voll. Na, die Pfanne brauche ich ja nicht. Warte mal. Bit passt nicht. So, die noch mit. Das noch mit. Davon die Hälfte da lassen. Ja, wobei, man weiß ja nie. C4 wäre witzig. Dann nehmen wir mal den Notfall. Nicht genug Platz. Was sagt denn die Zone? Ich glaube, ich flitze einfach mit dem Auto rein. So, was haben wir hier noch? Ein Sniper-Schalli nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Und schon sind wir ziemlich gut ausgerüstet, würde ich sagen. Die noch. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Wo ist meine Karre? Da. Wohin? Hier, danke. Erstmal. War der hier auf der Wiese gerade? Habe ich den auf der Wiese gesehen? Nee. Dann hätte ich jetzt versucht, ihn zu überfahren. Wie ist denn das Flugzeug geflogen? So. Ja, dann ist Tanke eigentlich gar keine so schlechte Angriffsecke, so hier über das Feld, ja. Schade. Da ist ein Drop. Da ist jemand dran. Ach, shit. Zu spät gesehen. Mist. Der hat sich natürlich jetzt den Drop gesnackt. Schade, schade. 100 Schuss zum Nachladen. Vielleicht ein bisschen wenig. Ja, dann flitze ich mal weiter. Ich habe nur ein C4 dabei, das darf ich nicht vergessen. Das könnte witzig werden. Also am meisten Angst habe ich gerade vor dem Gebäude links. Wobei die hier vor mir eigentlich gefährlicher sind. Weil der links muss ja auch los. Falls einer drin ist. Deswegen prüfen wir das mal eben, indem wir uns kurz hier hinlegen, hinter diese Kuppe, wo ich von den Häusern nicht abgeschossen werden kann. Ich scheine den richtigen Weg gewählt zu haben, in die Zone zu kommen. Das ist gut. Und da schießt irgendwo eine Schallgedämpft. Und
Und hier sind auf jeden Fall die Gehäuse, die Häuser da super gefährlich. Eigentlich muss ich jetzt, wenn ich es gewinnen will, müsste ich mich jetzt auf die Lauer legen und warten, ob da jemand rauskommt. Das wäre jetzt Winning Tactics. Ob da irgendwer guckt. Oder hinlaufen und schauen, ob ich jemanden hören kann und den dann abziehen. Das wäre jetzt Try Hard Winning Tactics. Aber das wäre ja irgendwie langweilig, oder? Ich hätte gerne den Berg. Mein eigen genannt. Hier hat irgendwer schallgedämpft geschossen. Hier, ah, guck mal. Und ich verkack den Spray. Der rechnet nicht damit, dass ich jetzt hier die weite Flanke laufe. Oh, ich krieg von woanders auf die Dreierweste. Ja, bitte weitermachen. Dass die Granate ihn nicht gekillt hat, ist ein bisschen ärgerlich an der Stelle jetzt. Dann wurde der weggesnackt von dem da hinten, der mich auch beschossen hat. Ich will jetzt auf keinen Fall hier bleiben, weil der eine Typ mich gesehen hat. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, in einer Minute eine große Flanke um die Häuser hier rumzulaufen. Und vielleicht sogar noch den Drop mitzunehmen. Frische Granate. Zwei frische Granaten. Nice. Oh, das ist jetzt schwer. Also, ich glaube nicht, dass hier noch jemand in den Häusern drin ist. Hier könnte noch jemand drin sein, denke ich. Wenn hier noch jemand drin ist, dann warst du echt spät dran. In der Shack könnte noch jemand sein. Und auf den Drop könnte eventuell jemand gegangen sein. Habe ich's doch gesagt, dass da jemand in der Shack sein könnte. Du glaubst es ja nicht, ne? Also, einer hat da oben geballert. Okay, alles klar. Die Vector hat gewonnen, die sitzt da oben. Hol mir den Dreierhelm. Und die AWM. Frische Dreierweste. Läuft.
Der muss hier reinkommen. Ich hab ihn. Der muss auf mich zukommen. Ich glaube, ich habe ihn hier gehört. Mich jetzt viel zu bewegen, wäre dumm. Bin mitten in der Zone. Hab eine Super Ridge hier. Ja. Da ist er. Oh, ich sterbe hier an meinem eigenen C4 jetzt. Ja.